Ihr wollt mega günstige Spiele und vieles mehr, dann kauft einen bei meinem aktuellen Sponsor MMOGA. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Yo YouTube, Cracker hier und herzlich willkommen zum weiteren Cracker. Deckt auf oder klärt auf, whatever, scheißegal, wie die Serie heißt, denn im Titel steht ja eh was Klickteiles, ne? Ihr wisst ja, vor 2 Wochen kam Video, KS Girl und KS Freak, what else, haben sich getrennt. Beziehungsweise ihre Trennung war alles nur Fake, Klicks, bla bla bla. Haltet euch fest, Leute. Ruhig, haltet euch jetzt fest. Es wird jetzt gut. Es kommt noch besser, Leute. Es kommt noch besser. Pass auf, aus dem Grund dieses Video. Ich muss zugeben, es war viel Ironie gewesen in meinem Video. Dafür entschuldige ich mich auch. Aber, dass ich gewusst habe, dass daraus auch Wahrheit wird, das habe ich nicht gedacht. Also, ihr könnt am Titel schon lesen, um was geht. Ihr könnt am Titel schon lesen, um was geht, ne? Haltet euch fest! Haltet euch irgendwo fest! Jetzt geht's richtig los, Leute. Haltet euch jetzt mal fest, Mann! Was ist denn los mit euch? Haltet euch doch jetzt mal fest! Festgehalten? Gut, festgehalten, gut. KS Freak hat Schluss gemacht mit KS Girl, weil er sich in Krabi what else verguckt hat. Der hat sich einfach verknallt in Krabi. Und ihr wisst ja, Krabi ist sein bester Freund. Das muss halt jetzt Krabi irgendwie akzeptieren, ne? Aber Krabi hat dann auch, ist über die Zeit auch Gefühl für ihn empfunden. Und jetzt anscheinend sind die halt, die sind jetzt auch schon zusammengezogen. So Krabi wohnt jetzt auch schon bei KS Freak. Denn die sind einfach jetzt ein Liebespaar. Die sind jetzt anscheinend, sie sind einfach nach der Zeit jetzt zusammengekommen. Denn die lieben sich einfach über alles. Was ist ja schön. Ich freue mich für euch zwei, KS Freak und Krabi. Ich freue mich echt für euch, ihr euch zwei, ne? Ich gönne es euch. Hoffentlich habt ihr viele kleine österreichische Krabbis. Ah, Mann, ist es schön, ne? Nee. Weißt du, es ist einfach der Beweis. Wie schön so eine YouTube, zwei YouTube-Schwuchteln. Die ersten sind, glaube ich, die ersten zwei YouTube-Schwuchteln, dann Österreicher. Was gibt's Besseres, Leute? Was gibt's Besseres, ne? Also, so entstand die Trennung mit KS Girl, ne? Die Wahrheit. KS Girl-Trennung, die Wahrheit. Ne, ich werde es schon viel besser nennen, dieses Video. Ich weiß schon, wie ich dieses Video nenne. Ich weiß schon, viel besser, Leute. Viel, viel besser, meine lieben Freunde. Die haben zwar in der Öffentlichkeit noch nicht so zugegeben, dass sie ein Paar sind. Aber, meine Freunde. Schaut die letzten Videos an. Schaut einfach die letzten Videos von beide an. KS Freak, Krabi, egal welches Video, die letzten 3-4 Videos. Waren sie immer beide zusammen. Glücklich, haben gelacht. Dann in dem einen Video gibt Krabi dem Döner aus. KS Freak gibt Krabi einen Döner aus. Oh, das ist doch pure Liebe. Der eine gibt dem anderen einen aus. Dann umarmen sie sich. Dann umarmen sie sich teilweise. Also die richtig, also nicht normal umarmen, die richtig dick drücken sie sich, so richtig schön drücken sie sich, das ist aber wunderbar. Ah, das ist Liebe, meine Freunde, das ist Liebe, oder? Ha, ich freue mich echt für euch zwei, wie gesagt, ich freue mich einfach. Ich glaube, ihr euch da draußen freut euch auch alle für die zwei Kerle, oder? Einfach so schön, ne? Einfach das erste schwule Liebespärchen auf YouTube. Sogar einer mit 1 Million Abonnenten, ne? Wunderbar, wunderschön. Auf jeden Fall, was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Das wäre es jetzt eigentlich schon mit diesem Video. Es werden öfter so Videos kommen, denn die Videos kommen ja ganz gut an bei euch, Leute. Ne? Auf jeden Fall, schaut da. CB69 Schudi. Link ist ganz oben in der Beschreibung. MMO gerne natürlich auch. Schaut vorbei. Viele Angebote. Schaut vorbei. Kauft ein. Es muss aber nur ein Spiel für 10 Euro sein. Aber kauft auf ein. Ihr unterstützt mich kein bisschen. Also, wenn ihr darüber einkauft, ne? Haut rein, meine Freunde, KS Freak, Krabi, macht's gut. Hoffentlich bekommt ihr viele Kinder. Heiratet schön, ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Nächste Frage.